Also neue Studien zeigen, dass fast alle Personen, die mit dem SARS-CoV-2 infiziert waren, tatsächlich Antikörper ausbilden. Das dauert aber sehr unterschiedlich bei verschiedenen Personen. Und auch die Menge der Antikörper, die sie machen, variiert erstaunlich. Also man hat dann erst gedacht, das hängt vielleicht mit der Stärke der Infektion zusammen, also ob die einen schweren Verlauf hatten oder einen leichten. Aber selbst bei Leuten mit leichtem Verlauf sieht man ganz unterschiedliche Antikörperantworten in der sozusagen Ausprägung. Das ist erstmal Good News, weil damit kann ich sagen, ich kann Antikörpertests nach einer gewissen Zeit, muss aber ziemlich lange warten. Es dauert bei manchen Wochen, bis man eine ordentliche Antwort hat. Aber dann kann ich sagen, okay, ich kann mit einem Antikörpertest wirklich sowas wie die Dunkelziffer vielleicht bestimmen und damit auch die Sterblichkeit ableiten. Das ist eine Riesendiskussion über die Sterblichkeit von der Covid-19-Erkrankung, weil die kann ich natürlich nur genau definieren oder messen, wenn ich weiß, wie viele Leute tatsächlich infiziert waren. Und nach den Zahlen, die man jetzt hat, geht man so davon aus, dass sie auf jeden Fall deutlich höher ist als die der saisonalen Influenza. Also man geht von mindestens einer zehnfach höheren Sterblichkeit aus. Aber es hängt natürlich dann auch wieder davon ab, von vielen anderen Faktoren. Wie alt ist die Bevölkerung? Also in einem Land mit vielen alten Menschen wird die Sterblichkeit höher sein, weil ja Covid-19 vor allen Dingen alte Personen sehr schwere Verläufe dabei zeigen. Dann, wie die Personen zusammenwohnen. In Italien wohnen viel mehr junge Menschen mit alten Menschen zusammen als in manch anderen Ländern. Dann bekommen es mehr Alte, dann steigt die Sterblichkeit an. Wie ist es mit Vorerkrankungen? Also es gibt Übergewicht, ist zum Beispiel ein ganz starker Risikofaktor, Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also in den USA spielt es gerade eine große Rolle, dass da sehr viele Personen sind mit Vorerkrankungen und natürlich steigt dann wieder die Sterblichkeit an. Aber die Sterblichkeit an sich kann ich erst beziffern, ganz exakt, wenn ich weiß, wie viele Personen infiziert werden oder sind in einer Bevölkerung oder waren. Und das kann ich mit Antikörpertests gut nachweisen. Allerdings, was manche immer wieder postulieren und sagen, damit weiß ich auch, wer immun ist, das ist im Moment nur eine Vermutung. Es zirkulieren ja in Europa vier andere Coronaviren, die einfach Erkältungen auslösen. Und wenn man sich die anschaut und die Antikörperantwort darauf, dann ist das nur so mittelermutigend, weil da ist man nicht ein Leben lang immun nach einer Infektion mit diesen anderen Coronaviren, sondern nur so 1, 2, 3 Jahre. Ob nach einer Infektion mit dem neuen Coronavirus überhaupt immun wird. Die meisten Immunologen glauben schon, zumindest eine Teilimmunität, dass also eine Folgeinfektion dann nicht mehr so schwer ausfällt. Aber ob man überhaupt immun wird, wie stark diese Immunität ist und wie lange sie anhält, ist Gegenstand aktueller Forschungen. Das weiß man einfach noch nicht. Also es kann durchaus sein, dass man nach einem Jahr keine Immunität mehr hat oder nur eine ganz schwache. Dazu kommt, und das ist wichtig, wenn wir dieses Konzept der Herdenimmunität diskutieren wollen. Weil es gibt ja einen Kreis von Personen, die postulieren, wir können das eh nicht vermeiden und die wirtschaftlichen Schäden sind so hoch. Also versuchen wir das zu kontrollieren und versuchen wir Herdenimmunität zu erreichen. Das ist aber, also halte ich für eine überhaupt nicht gute Idee, weil um Herdenimmunität zu erreichen, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten. Das heißt, ohne dass wir keine Intensivbetten mehr zur Verfügung haben. Das dauert, das haben Sie in Deutschland mal ausgerechnet, das wird in Österreich nicht anders sein, das dauert so 5, 6, 7 Jahre. Das heißt, das ist wirklich ein langer Prozess. Und danach sind 60, 70, 80% der Bevölkerung haben diese Infektion durchgemacht. Das heißt, diese Herdenimmunität, die schützt eigentlich kaum mehr jemanden, weil es eh dann schon fast alle durchgemacht haben, mit der entsprechenden, im Moment ist irgendwo im Prozentbereich, Todesrate. Das heißt, da habe ich unglaublich viele Tote verursacht mit der Herdenimmunität, weiß aber noch nicht mal, wie lange diese Immunität anhält, ob sie überhaupt existiert. Und im allerschlimmsten Fall kann es auch passieren, dass Antikörper, die man ausbildet, eine nächste Infektion sogar verschlimmern. Man hat bei Impfexperimenten mit anderen Coronaviren, es gibt ja SARS, gab es, und es gibt dieses MERS, das Middle
East Respiratory Syndrome. Das sind auch verwandte Coronaviren zu dem neuen Coronavirus, der jetzt grassiert. Und da hat man bei Impfexperimenten in Tieren festgestellt, dass die Antikörper gebildet haben bei diesen Impfexperimenten. Aber diese Antikörper haben die Erkrankung, wenn man die dann provoziert hat, verschlimmert. Und das sieht man immer wieder. Das ist bei Dengue-Fieber auch ein bekannter Effekt. Das heißt, das kann übrigens auch die ganzen Impfanstrengungen, die gerade unternommen werden, noch erheblich komplizieren, dass man bei Coronaviren weiß, dass diese antikörperinduzierte Verschlimmerung einer Folgeinfektion existiert. Und das heißt, man agiert hier mit so vielen Variablen. Ich weiß nicht, wie lange sind die Leute immun. Ich weiß nicht, erstmal weiß ich gar nicht, ob sie immun sind. Dann weiß ich nicht, wie lange sind sie immun. Dann weiß ich nicht, ob das nicht sogar die Folgeinfektion verschlimmern könnte. Es müssen unglaublich viele sterben durch so eine Herdenimmunität. Das heißt, es ist ein total, in meiner Meinung nach, ein total inakzeptables Konzept für den Umgang mit Covid-19 und dem neuen Coronavirus. Immunität wird natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielen bei den Impfungen. Da gibt es ja viele Anstrengungen, eine x verschiedene Wege ausgetestet, um neue Impfstoffe zu generieren. Und ein Teil der Probleme, die ich jetzt geschildert habe, betreffen natürlich auch betrifft auch diese Impfstoffentwicklung. Auch da wird ja die Frage sein, wie lange hält dann Immunität an? Kommt es zu einer Verschlimmerung der Erkrankung? Also das sind Themen, die wirklich dringend jetzt erforscht werden müssen. Da muss man sich aber immer vor Augen halten, man kennt dieses neue Coronavirus erst ein paar Monate und es ist eh schon begeisternd, was man alles herausgefunden hat darüber in der Zwischenzeit. Was ich in dem Zusammenhang auch noch sagen möchte, ist, dass es trotzdem jetzt schon Versuche gibt, sozusagen Antikörper zur Heilung einzusetzen. Es wird jetzt vermehrt das Blutplasma von Personen zur Therapie verwendet, die Covid-19-Erkrankungen bereits hinter sich haben und wieder gesund sind, weil in diesem Blutplasma sich eben Antikörper befinden. Und man kann dann dieses Blutplasma sozusagen als Medikament geben, um schwer erkrankte Covid-19-Patienten zu behandeln. Und da gibt es auch erste Erfolge. Das ist nicht ganz ohne, weil da gibt es auch Serumkrankheit, es gibt also negative Folgen von solchen Blutplasma-Behandlungen, aber an sich ist das ein vielversprechender Ansatz, zumindest solange es genug Patienten gibt, was ja zurzeit der Fall ist, die an Covid-19 erkranken, aus denen man dieses Blutplasma gewinnen kann. Das ist dann allerdings kein dauerhafter Schutz. Ich gebe sozusagen fremde Antikörper den Patienten, die werden mit der Zeit abgebaut, das ist eine Therapie. Und abgeleitet davon kann man auch in Zellkulturen sogenannte monoklonale Antikörper herstellen, die man dann zur Therapie einsetzen kann oder auch zur Vorbeugung. Auch die werden abgebaut mit der Zeit. Das ist auch keine dauerhafte Impfung, die dann ein Leben lang Immunität verschafft. Aber auch das sind Ansätze, die jetzt verfolgt werden. Die kann man recht leicht herstellen, diese monoklonalen Antikörper. Aber die müssen natürlich auch wegen den Problemen, die ich vorher geschildert habe, mit verstärkter Verlauf von Erkrankungen durch Antikörper, die müssen erst in Tierversuchen jetzt ausgetestet werden. Aber ein spannendes Gebiet findet dieses ganze Gebiet der Immunität, weil es ganz entscheidend sein wird für die Impfstoffentwicklung, für sind Menschen immun, da wird ja auch diskutiert, Immunitätsausweise ist eine interessante Idee, dass man sagt, Menschen, die es durchgemacht haben, die können wieder gerade Hochrisikoberufe ausüben, wo man viel Publikumskontakt hat. Aber leider weiß man noch ziemlich wenig drüber und insofern sind Immunitätsausweise auch mit großer Vorsicht zu genießen, auch wenn einige Länder versuchen, die bereits einzuführen. Und also es ist wirklich eins der entscheidenden Gebiete jetzt, dass wir sozusagen die Immunität besser verstehen. Für die Impfung, für die Behandlung mit Plasma, mit monoklonalen Antikörpern, für ein Einschätzen der Immunität von der Bevölkerung und eben mit den Antikörpertests, um auch Prävalenz und Todesrate besser abschätzen zu können und Dunkelziffern.